Anfang März erscheint im österreichischen Promedia Verlag das Buch Der tiefe Staat schlägt zurück, wie die westliche Welt Krisen erzeugt und Kriege vorbereitet. Das Werk ist die Fortsetzung von Fassadendemokratie und Tiefer Staat. Beide Bücher hat der Politologe Ulrich Mies mit herausgegeben. Er sagt, wer wissen wolle, wie unsere Weltpolitik tatsächlich funktioniert und warum unsere Eliten nicht demokratisch seien, solle das Buch lesen. Im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos spricht Mies über die 15 Autoren, die im Buch mitwirken, darunter auch ein geschätzter Kollege unserer Redaktion. Herr Mies, bald erscheint Ihr neues Buch. Der tiefe Staat schlägt zu. Ist ja im Prinzip eine Fortsetzung. Wann erscheint es genau und was können die Leser darin erwarten? Ja, es ist in der Tat eine Fortsetzung des ersten Buches Fassadendemokratie und tiefer Staat auf dem Weg in ein autoritäres Zeitalter. Da haben Sie vollkommen recht. Diesmal ist die Zielperspektive des neuen Buches Der tiefe Staat schlägt zu, wie der Westen Krisen erzeugt und Kriege vorbereitet, die Zielperspektive, die internationalen Verwerfungen in Sonderheit nach 1990 aufs Korn zu nehmen. Rainer Rupp hat freundlicherweise das Vorwort zu diesem Band geschrieben und schließlich habe ich dann 15 Autoren versammeln können, die sich zum Ziel gesetzt haben, die systematische Zerstörung der sogenannten Friedensdividende nach 1990, also nach dem Zusammenbruch der UdSSR 1991, dann unter den verschiedensten Gesichtspunkten zu analysieren. Und wenn ich ganz kurz das formulieren darf und zitiere einen Satz aus der Einleitung des neuen Buches, da habe ich geschrieben, von 1990 bis heute hat sich das transatlantisch neokonservative Establishment aufgrund seiner imperialistischen NATO- und EU-Expansionsbestrebungen als Hauptkrisen- und Kriegstreiber erwiesen. Wie es der tiefe Staat, der Dunkelraum der Herrschenden, vollbrachte, die Friedensdividende des Jahres 1990 schleichend zu zerstören und schließlich konsequent vor die Wand zu fahren, ist Gegenstand dieses Buches. Damit ist also die Zielperspektive dieses Buches eigentlich umschrieben. Die Leser können Analysen zum internationalen Politikgeschehen erwarten. Unsere Hoffnung ist, dass Sie damit dann den Zustand der Welt etwas besser begreifen und vor allen Dingen nicht die Krim-Krise Ende 2013, Anfang 2014 als Willkürakt Russlands zu verstehen. Denn diese Krim-Krise, die ja immer wieder Hauptursache für diesen ganzen Konflikt mit Russland hergenommen wird, ist ja das Endprodukt einer 25-jährigen Geschichte der NATO- und EU-Erweiterung Richtung Osten. Das wird immer wieder systematisch unterschlagen und auch von der Medienindustrie ganz bewusst und absichtsvoll ausgeblendet. Das heißt, wenn ich das noch sagen darf, wer die ganze Geschichte der sogenannten Krim-Annexion, die ja nichts anderes als eine Sezession war, als nur dieses Endglied betrachtet, versteht von der Geschichte der neueren Zeit eigentlich überhaupt gar nichts. Und Ziel ist also des neuen Buches zum besseren Verständnis der aktuellen Verwerfungen auf der internationalen Bühne beizutragen. Vielleicht noch zur Ergänzung, das Buch erscheint im Promedia Verlag und was der tiefe Staat an sich ist, das werden wir auch zum Ende des Interviews nochmal besprechen, kommen wir mal zu den Autoren. Ja, da ist ja auch ein Kollege aus unserer Redaktion, der Sputnik-Korrespondent Thilo Kräse mit dabei. Der hat auch einen Beitrag geschrieben, aber stellen Sie doch mal unseren Hörerinnen und Hörern die Autoren des Buches vor. Ja, gerne. In aller Kürze geht das ja leider nur. Grundsätzlich darf ich sagen, diese Autorenbeiträge stehen unter den folgenden Zwischenüberschriften, römisch 1 bis 5. Erstens Grundlage und Bestandsaufnahme, dann der Krieg in den Köpfen,
Drittens, transatlantische Kriegstreiber in Aktion. Viertens, die Wiederbelebung des Ost-West-Konflikts. Und fünftens, der Krieg im Nahen und Mittleren Osten. Den Auftakt des Bandes macht Eugen Drewermann mit seiner Grundsatzkritik am herrschenden Kapitalismus und stellt seinen Beitrag unter die Überschrift Totalitäres Vernichtungsprogramm. Jochen Scholz ist der zweite im Bunde der Autoren. Er schreibt zu Situation eigentlich der USA und ihrem aktuellen Zustand und nennt seinen Beitrag taumelnder Hegemon im Aggressionsmodus, Ausdruck einer globalen tektonischen Machtverschiebung, und sagt ganz klar, dass dieser Weltbeherrschungsanspruch der USA letztendlich schon mindestens 100 Jahre alt ist und lediglich immer wieder neu aufgelegt und revitalisiert wird. Hannes Hofbauer setzt sich mit der EU auseinander, wie diese EU sich ja nicht im Bilde der allgemeinen Bevölkerung als völkerverständigendes europäisches Friedensprojekt zu sehen ist, sondern diese EU war, oder dieser gesamte europäische Einigungsprozess war immer ein Projekt der Herrschenden, und im Zentrum standen immer die Kapitalverwertungsbedingungen des Großraumprojekts Europa. Das waren die grundsätzliche Ausrichtung der EU, hat also mit Demokratie überhaupt gar nichts zu tun, sondern Hannes Hofbauer sagt, mittlerweile ist die EU ein supra staatliches, totalitäres Regime. Und dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Sie haben Ihren Kollegen Thilo Gräser bereits genannt. Der schreibt ja unter diesem Kapitel Der Krieg in den Köpfen und hat sich dann die Analyse der Münchner Sicherheitskonferenz vorgenommen. Und das ist ja nun in der Tat eine illustre Veranstaltung von Politikern, Militärs, Rüstungslobbyisten, Kriegsstrategen und Gehirnwaschspezialisten der Think Tank Industrie und Medienindustrie, die eigentlich dort ihr jährliches Stell-Dich-Ein Anfang Februar immer absolvieren. Dort finden sich dann maßgeblich diejenigen Treiber zusammen, die Welt kurz vor den Abgrund eines Dritten Weltkrieges geführt haben. Jetzt suchen sie händeringend nach dem Täter, werden aber in ihren eigenen Kreisen nicht fündig, stehen vor dem selbst angerichteten Scherbenhaufen und fühlen sich nun berufen, die von ihnen chaotisierte Welt zu retten. Ich habe das dann unter den Satz dann auch gestellt. Die Brandstifter als Feuerwehr wäre eine freundliche Umschreibung für diese Akteure. Ja, wie gesagt, das Buch ist eine Fortsetzung des ersten Buches Fassadendemokratie und tiefer Staat, dessen Herausgeber Sie auch waren. Ja, wie war die Resonanz auf das erste Buch? Ja, Herr Bruch, die Resonanz auf das erste Buch war eigentlich unerwartet hoch. Das Buch befindet sich ja aktuell in der 6. Auflage. Vielleicht kommt sogar noch eine 7., das weiß ich natürlich noch nicht. Aber für so ein Buch, das sich also die Analyse der gesamten Herrschaftskonfiguration verschrieben hat, ist das schon eine hohe Auflage. Denn solche Bücher werden ja vom Mainstream vollkommen ignoriert. Dieser Mainstream oder die Medien sollten ja eine Kontrollinstanz der Mächtigen sein. Wir alle wissen mittlerweile, dass das Gegenteil der Fall ist. Aber bislang ist dieses Buch zumindest für nicht so wichtig erachtet worden vom Mainstream, dass es zumindest der völligen Ignoranz anheimgefallen ist. Es gibt ja andere Bücher von anderen Autoren, die sind da noch etwas erfolgreicher, wie Dirk Müller. Den kann man nicht mehr ignorieren, den muss man dann natürlich als Verschwörungsidioten outen und mit Schmutz bewerfen. Soweit sind wir aber noch nicht. Das kommt vielleicht noch. Ja, Herr Mies, meine letzte Frage, wann sind Sie denn
ja persönlich das erste Mal mit dem tiefen Staat durch Recherchen in Berührung bekommen. Und ja, was ist der tiefe Staat? Was will er machtpolitisch und aus welchen Akteurenstrukturen setzt er sich zusammen? Also dazu muss man ja sagen, die USA sind ja im Negativen, aber auch im Positiven in fast allen Dingen Vorreiter. Das heißt also, sie sind im Sinne der Pervertierung von Herrschaft der absolute Vorreiter auf dieser Welt. Sie haben aber auch eben exzellente Wissenschaftler und großartige Leute, die unsere Antideutschen auch dann im Grunde genommen als anti-amerikanistisch bezeichnen müssten, also die eigenen Amerikaner, die liefern also hervorragende Analysen. Ein wichtiger Vertreter zur Analyse des tiefen Staates kommt eben auch aus den USA oder viele kommen aus den USA. Peter Dale Scott ist hier zu nennen und Mike Lofgren auch in den letzten Jahren. Letzterer hatte ja auch in unserem ersten Buch mitgeschrieben, Fassadendemokratie und tiefer Staat. Und hier ging es in der Tat um den tiefen Staat der USA. Die Frage ist also, was ist denn jetzt nun der tiefe Staat? Ist das irgendwie sowas Amorphes? Nein, ist es nicht. Wir sagen, es ist der Dunkelraum der Herrschenden, die Parallelregierung, die permanente Regierung, die völlig unabhängig vom Wählerwillen oder von Wahlergebnissen operiert. Dieser tiefe Staat und seine Akteure interessiert sich überhaupt gar nicht für Demokratie. Es ist der Dunkelraum, der Herrschaftsraum der Reichen und der Superreichen und deren administrativen Exekutivausschüsse in nicht gewählten Gremien, zum Beispiel NATO oder EU. Die sind ja eigentlich durchweg überhaupt gar nicht demokratisch legitimiert. Eine Vielzahl anderer Politikfelder ist natürlich dazu zu nennen, wie Kriegsbürokratie, Sicherheitsindustrie, Finanzministerien, Konzernwirtschaft, die unglaubliche Konzernlobbymaschine ist da zu nennen. Alle diese Gruppierungen, aber auch, sagen wir mal, Geheimbünde wie Bilderberger, Trilaterale Kommission, G7 und so weiter, sind ja im Grunde genommen alles Elitenausschüsse, die vollkommen unabhängig von jedem Wählerwillen operieren. Und um die geht es eigentlich. Die haben eine Langfristkonzeption. Und die politischen Akteure, die wir da so sehen, sind entweder Teileinheiten dieses tiefen Staates oder sind aber auch ja im Grunde genommen nur Menschen, die man da im Rahmen dieses populistischen Mummenschanzes als Theater auf der Politbühne abends immer im Fernsehen besichtigen kann. Die haben aber zum großen Teil ja überhaupt keine Macht. Ich hatte letzte Woche mit Dr. Werner Rügemer über BlackRock gesprochen und ähnliche Organisationen. Sie hatten ja mir im Vorgespräch gesagt, im Prinzip der gesamte Finanzsektor zählt zum tiefen Staat. Sind denn solche großen Investmentgruppen wie BlackRock, sind das die Finanziers des tiefen Staates? Würden Sie das so sehen? Ja, also letztendlich bin ich davon überzeugt, dass das die Finanziers des tiefen Staates sind. Die verfügen ja über Finanzvermögen, das ist ja das sind ja Kapitalsammelstellen, nichts anderes sind die ja, ne? Und deren Finanzpower überschreitet ja alleine von BlackRock die Staatseinnahmen der gesamten EU eines Jahres. Da sieht man mal, mit welcher Macht man da konfrontiert ist. Oder kriegt zumindest so eine relativ abstrakte Vorstellung.